Ja, hallo ihr Lieben, es ist Christian Hemschemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und weiter aus dem Urlaub. Gestern hat es mich wirklich komplett zerlegt. Ich war in so einem Restaurant und will ich euch nicht mit Details quälen, aber Gott, mein Magen-Darm-System hat das nicht gut vertragen, sagen wir mal so. Gut, aber heute mal wieder das spaßige Thema toxische Beziehung und das ist wieder so eine Mail wie aus dem Lehrbuch. Ich möchte auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass meine und meiner Ansicht nach natürlich auch die korrekte Definition einer toxischen Beziehung ist eine Beziehung, in der Liebessucht entsteht. Also das ist, also toxisch ist eigentlich nicht der korrekte Begriff, wenn es einfach nur scheiße läuft oder ihr verarscht werdet oder ich weiß nicht was. Also man unterscheidet eigentlich immer co-abhängige und toxische Beziehungen, weil co-abhängige Beziehungen sind einseitig, aber nicht liebessüchtig, während liebessüchtige Beziehungen immer auch gleichzeitig co-abhängig sind. Wenn euch die ganze Theorie interessiert, macht mal eine Ausbildung. Einzel und Paar geht ja auch Ende des Jahres wieder los. Das nochmal vorab. Und ansonsten haben wir wieder die üblichen Dinge, die aber immer natürlich wieder immer ein bisschen anders, die hier vorkommen und kann euch immer wieder raten, macht mein Kurssystem, was wirklich angelegt ist, euch aus toxischen Beziehungen rauszubringen. Und vor allen Dingen euren Liebeschip umzuprogrammieren. Ne? Also hallo Christian, nachdem ich sämtliche verfügbaren Videos zum Thema Dreiecke geschaut habe, kommt wie eine Dreiecksmail, möchte ich dich um eine Analyse meiner Dreieckserfahrung bitten. Nach mehr als 20 Jahren habe ich mich, also weiblich Mitte 50, aus einer hochgradig toxischen Ehe, kontinuierlich das Schreien, Demütigung, Gaslighting befreit und bin in eine andere Stadt gezogen, um neu anzufangen. Ja, aber wir nehmen uns selber mit, ne? Deswegen ist auch so wichtig, an sich zu arbeiten, weil man kann leider, kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen, man kann leider nicht erwarten, dass man sich endlich befreit aus einer toxischen Beziehung und dann datet man weiter und dann trifft man auf jemand, der ganz anders ist, bindungssicher, einen gut behandelt. Nee, leider suchen wir dann, also ich meine, es gibt, mag jetzt Leute geben, die das schaffen, aber leider suchen wir oft wieder den gleichen Mist raus, bis wir endlich mal unser Muster da verstanden haben. Aber schauen wir mal, wie sich das so ausspielt. Nach kurzer Zeit lernte ich einen verheirateten Mann Anfang 60 kennen. Leute, ich sag's ja ungern wirklich in jedem zweiten meiner Videos, aber ich werde das immer wieder sagen, bis ich 105 bin. Wenn ihr nur eine einzige Sache von meiner Arbeit mitnehmt, haltet euch aus fucking Dreiecken raus. Also, die bringen einfach nichts Gutes. Ne? Die bringen einfach nur, sind höchst liebessuchtanfällig. Ja, damit geht natürlich einher auch, dass die Chance bieten auf den einen oder anderen Dopaminkick. Außerdem muss man seine eigene eventuell vorhandene passive Bindungsangst muss man sich da nicht angucken, weil es kommt ja nie zu einer Beziehung und ist alles verständlich. Und ja, also ich kann auch verstehen, dass man da reinkommt, weil die eben so viel Drama, Leidenschaft, sich emotional verzehren bieten. Das hat aber mit Liebe nichts zu tun. Ne? Man muss sich immer überlegen, was man sucht. Sucht man Drama oder sucht man Liebe? Ne? Das ist halt so die Frage. Deswegen habe ich extra auch einen Dramakurs gemacht, weil viele von uns sind einfach Drama-addicted. Ne? Ja, von Anfang an sagte er mir, dass seine Frau wisse und akzeptiere, dass er ein außereheliches Verhältnis suche, da sie kein SEX und keine Zärtlichkeiten mehr wolle. Auch das habe ich, glaube ich, schon 500 Mal gesagt. Ich sage es aber gerne nochmal. Ich glaube davon kein Wort. Also wenn euch jemand sowas sagt, ihr könnt zu 99% davon ausgehen, dass natürlich die Ehe weiterläuft, dass sie natürlich SEX haben, dass die Frau natürlich nichts davon weiß. Und das ist einfach, das mag jetzt ganz wenige Ausfälle geben, aber man kann das ja klären. Dann kann man ja sagen, du, wenn das so ist, dann können wir mal zusammen Kaffee trinken, ne? Oder ich rufe mal an bei deiner Frau, weil ich möchte jetzt mich nicht an Fremdgehen beteiligen. So, kann man ja sagen, kann ich das mal irgendwie abchecken. Das wird natürlich auf magische Weise nicht funktionieren, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber gut, ich meine, was soll man sagen? Der Mensch hat eben diese zwei Vermehrungsstrategien, eines monogam, eines
über Fremdgehen, aber wir können uns natürlich wählen, ob wir das leben oder nicht leben. Und ich finde, ich sage ja immer, wenn man unbedingt, weiß ich nicht, 5 Beziehungen gleichzeitig haben will, dann kann man das ja machen, nur dann sollte man auch alle einweihen und ich könnte wieder wetten, dass das hier nicht passiert ist. Ne? Also diese Ehe funktioniert aber auf lebenspraktischer Ebene. Also Übersetzung hiervon ist, werde mich nie trennen. Seit über 30 Jahren Kinder längst erwachsen. Eine Aussage hatte er vor mir schon Dates mit 3 oder 4 Frauen, die alle für ihn nicht in Frage kamen. Da waren es wahrscheinlich eher 40, 50 und hier geht schon wieder los. Wir gehen mal wieder die Begriffe durch hier mit Lovebombing. Ne? Du bist die eine. Und, wie kann das sein im Dreieck? Ne? Man ist nie die eine. Ne? Außerdem pflegt er eine sehr intensive Freundschaft, sprich, da gibt es auch SEX, mit einer gebundenen und jüngeren Kollegin, die ihm sehr wichtig ist und die er regelmäßig trifft. Emotionale Affäre? Nee, gradiert. Gibt es da auch Hallenhalmer. Trotz einer starken Anziehung habe ich eine Beziehung zu nichts ausgeschlossen, da er verheiratet ist und das für mich immer ein Tabu war. Er sagte, wir machen eine Freundschaft draus. Also man kann sich das wirklich nicht ausdenken. Das ist immer, aber nee, ich verstehe das total. Ich habe sowas auch erlebt. Das ist eigentlich, wenn man von außen drauf guckt, das ist so dick aufgetragen und so lame und so. Aber ich weiß, wenn man liebessüchtig ist oder verknallt oder erinnere auch nochmal dran an den Verliebtheitstest, den es auf meiner Website gibt umsonst. Dann ist man halt lost und glaubt den letzten Scheiß, ne? Es ist wirklich schlimm, wirklich, ne? Aber so ist es. Also natürlich, Freundschaft heißt bei ihnen, ne? So das gute alte Hallenheimer Spiel natürlich. Oder die Indoor-Olympiade, wie ich auch gerne sage. Dann kann man es natürlich doch schnell zu Intimitäten. Wer hätte das gedacht? Meine Bedingung für weitere Treffen war, dass er mit offenen Karten spielt, woraufhin er seiner Frau von uns erzählt hat. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Garantiert nicht passiert. Sorry, die Welt ist so schlecht. Ich bin nur der Überbringer der Nachrichten, aber das ist so. Woher weißt du das? Und selbst wenn, es ist immer noch ein Dreieck, aber ich bin sicher, dass das nicht passiert ist, ganz sicher. Und wie du hier siehst, brichst du deine eigenen Standards. Deswegen ist diese Arbeit mit Standards und Dealbreaker so wichtig. Ne? Modul 1 sollte eigentlich jeder von euch machen, der an sich arbeiten will. So, eine Trennung schloss er explizit von Anfang aus. Nach meiner destruktiven Ehe genoss ich es, als Frau so offensichtlich begehrt zu werden. Können wir alle verstehen? Das tut dir halt nicht, wie man jetzt schon langsam sieht, tut dir halt nicht gut, ne? Aber es ist natürlich alles menschlich, ne? Er ist ein reflektierter Mann, beruflich etabliert und sehr beansprucht, sprich emotional nicht verfügbar. Ich übersetze das mal alles hier. Er hat nach kurzer Zeit auf mein Drängen hin einmal pro Woche bei mir übernachtet. Das ist ja schon viel, war wahrscheinlich auf Geschäftsreise für seine Frau. Abends müde von der Arbeit und war morgen danach mal schon Gedanken wieder weg. Er sprach sehr schnell von Liebe. Leute, Liebe ist kontinuierliches Verhalten, das ist kein Wort. Das ist. Also Liebe ist auch nicht Verlangen oder Sexualität. Also Liebe ist eigentlich gar nicht was anderes. Liebe ist kontinuierliches, empathisch zugewandtes Verhalten, was hier nicht da ist. Ne? Das ist einfach. Hormone, ne? Und viel Bestätigung bei ihm. So, denke ich mal. Bei dir natürlich auch, ja. Allerdings war es auch so, dass er nach der heißesten Nacht seines Lebens dann Silvester mit seiner Frau gefeiert hat oder sich vor dem gemeinsamen Urlaub mit ihr nochmal bei mir die Zärtlichkeitsakkus auflädt. Leute, was soll ich dazu sagen? Das ist, was passiert in Dreiecken? Das ist einfach Schrott. Das ist einfach Schrott und wie gesagt, das muss jeder für sich wissen, wenn er sagt, das ist das Elend wert irgendwie, diese 5 Minuten schöne Momenten am Tag, wenn der Typ zurückschreibt oder wenn ihr mal halbe Stunde in Betten seid, wenn es einem das wert ist, dieses ganze Elend, ja, dann macht ihr das. Ne? Und wenn es das nicht wert ist, dann muss man halt überlegen, ich verstehe schon, dass das, weiß ich selber, ist total schwierig ist. Aber wie gesagt, ein erster Einstieg, oder könnte ich auf jeden Fall mit meinen Kursen erstmal so ein bisschen informieren,
Beziehungsweise auch gibt es auch ganz viele Sachen, die man machen kann. Und man muss natürlich auch ein bisschen auf die Forschungsreise gehen. Ich könnte wetten, dass dein Vater, deine Mutter waren auch so oder beide. Und ja, dann sucht man halt immer wieder das, was vertraut ist. Ne? Ich litt zunehmend unter Situationen, dass immer wieder verlassen werden und abtauchen in ein Leben, von dem ich nichts weiß und dem ich nicht vorkomme, stürzte mich in eine gewisse Krise. Zwischen den Treffen war ich völlig absorbiert von Vermissen, Leiden, Warten. Ja, das nennt man Liebessucht, ne? Es gab zwei kurze WhatsApp pro Woche und ein Telefonat, ja. Und ich meine, ich habe das auch. Auch in meinem ersten Buch habe ich das. Es ist halt intermittierende Verstärkung, nennen wir Psychologen das. Die Psychologen mit einer Ausbildung, die es immer noch gibt auf YouTube, Wahnsinn. Also, dass du mal einen Jackpot, also es ist wie am Glücksspielautomaten, du kriegst mal einen Jackpot und mal nicht. Und das führt halt zu einer ganz starken Bindung slash Liebessucht. Ich erinnere immer wieder gern an das Experiment mit den Wildtieren, ne, mit den drei Trögen. Einer, wo immer Futter ist, einer, wo nie Futter ist und einer, wo unvorhersehbar Futter ist. Wo sind die meisten Tiere? Am dritten. Ich habe unser Gehirn nicht gebaut, ich kann es euch nur erklären, so, ne. Manchmal habe ich mich gefühlt wie ein Hund, der vor einem Laden angebunden ist und die ganze Zeit nur gebannt zur Tür schaut und auf seinen Herrn wartet. Ist das Liebessucht? Jetzt muss ich doch nochmal kurz überlegen. Bin leider meine ganze Literatur gerade nicht dabei, aber ich würde mal sagen, ja. Als ich meinen Unmut über den Affärenstatus äußerte, meinte er liebe mich, aber trennen würde er sich sicherlich nicht. Also für mich ist das Gaslighting. Ich meine, jetzt kann man ihm noch nicht mal, was jetzt hier fehlt, ist Future Faking, weil er sagt ja nicht mal, dass er sich trennt. Also Future Faking wäre jetzt, ich trenne mich, wenn unser Kanarienvogel endlich gestorben ist, oder ich trenne mich, wenn, keine Ahnung, wenn in Japan die Zinsen gesenkt werden oder so. Nee, aber also das gibt's hier noch nicht mal. Er sagt ganz klar, also mit Liebe, das ist Gaslighting, aber übersetzt heißt, ich möchte dich weiter durchnehmen, wenn ich Bock dazu habe. Und ansonsten lass mich aber in Ruhe mit deinen Wünschen irgendwie, ne? Das sind die Nebenleistungen, wenn man nur die Nebenleistungen von Beziehungen mitnimmt, Aufmerksamkeit und Körperlichkeiten, aber eigentlich den Rest nicht will, ne? Also wie aus dem Lehrbuch mal wieder her, ne? So, aber er sagt ja noch nicht mal, dass er sich trennen will, ne? Ja. Dass er sich nicht trennen würde, dafür äußerte er unterschiedliche Gründe. Er befürchte seine Frau. Oh. Will jetzt hier niemand antricken damit, aber er befürchtet halt Dinge mit seiner Frau, die das ist echt schlimm. Das ist echt, echt schlimm. Und das ist, was er hier macht, ist wirklich Gaslighting aus der Hölle. Und wie gesagt, ich will das jetzt hier nicht alles vorlesen, aber er stellt hier so Dinge in den Raum, die passieren könnten, wenn er sich trennt. Das ist wirklich Erpressung und wirklich ekelhaft. Das ist, also meiner Ansicht nach, so meine persönliche Meinung, ekelhaft ist das Gaslighting, wirklich. Der wolle ihr und auch sich selbst den emotionalen Bruch nicht zumuten. Hast aber echt ein Exemplar erwischt hier, du. Meine Güte, ey. Netter Typ, ey. Ist ja alles dabei, ey. Nachdem ich das erste Mal andeutete, ich würde die Affäre beenden, hat er mir ein gemeinsames Wochenende an der Nordsee geschenkt. Ja, das ist immer, das ist wirklich, diese Beziehungen laufen. Also wenn das ganze Leben so vorhersehbar wäre wie diese Beziehung, dann hätten wir ein ganz einfaches Leben. Wirklich, die laufen immer gleich. Ne? Das klar, er möchte weiter Bestätigung von dir und wenn du dich jetzt entziehst, dann erhöht er den Einsatz. Ne? Also dann und je nachdem, wie ernst du es meinst, ist schon ein bisschen mehr Einsatz hier. Ne? Oft ist es ja nur, ach ja, ich werde was ändern oder kann man auch in diesem Trash-TV immer wieder sehen, hier Ex on the Beach, wenn die Ex wieder kommt. Ja, ich habe dich zwar so gangbang-mäßig betrogen, aber jetzt will ich eine Beziehung mit dir. Ja, am Arsch, ne? Es ist immer das Gleiche und geht nur darum, den anderen da zu halten, ne? Weil die Bestätigung, das ist eigentlich schon ein zu positives Wort, also diese Zufuhr, die möchte halt weiter, also diese Energie möchte halt weiter von dir haben, ne? Aber du willst ja auch was von ihm, ne? Er beteuerte, wie viel ich ihm bedeute und meinte, ich sei neben seinen Kindern seine engste Bezugsperson. Lovebombing.
Leute, glaubt doch so einen Scheiß immer nicht. Ich meine, sorry, es ist wirklich so dick auf. Ich verstehe dich absolut, ne? Aber wirklich von außen betrachtet, liest dir die Mail nochmal durch, das ist so dick aufgetragen. Das ist wie dieses, du bist der versunkene Schatz im Meer meiner Seele. Also diese blumige Sprache, die es auch oft gibt in dieser Beziehung und dieses ganze Gesülze. Guckt auf die Fakten. Fakten ist, da führt einfach eine elendige Dreiecksbeziehung mit dir. Ja, das macht erotisch sein, Spaß machen, solange bis es keinen Spaß mehr macht. Und der Punkt ist bei dir schon längst da. Ne? Er wird heute, mit seiner Frau habe er niemals solche Gespräche geführt. Lovebombing, Quatsch. Insgesamt war er zugewandt, sehr zärtlich, Komplimente ohne Ende. Lovebombing, liebevoll geschenkte Lovebombing. Irritierend war, dass er manchmal plötzlich und ohne wahrnehmbaren Auslöser umschlug. Von Nähe auf betonte Distanz. Das ist ein bindungssicherer Mensch. Er mich irgendwann morgens zum Abschied nicht küsste, obwohl wir uns eine Woche nicht sehen würden. Ja, wahrscheinlich nach den berühmten 100 oder 200 Tagen, weil jetzt bei ihm, er ist ja nicht, vielleicht, ich sehe ihn nicht so alt, vermutlich ist er nicht beziehungsfähig oder willig. Und dann setzt eben, jetzt tritt eben so eine gewisse Gewöhnung ein. Und jetzt ist eben nicht mehr so viel Zufuhr. Jetzt muss eben der Nächste wieder ran, ne? Und jetzt ist ihm schon so ein bisschen zu viel, so, ne? Trotzdem darfst du natürlich nicht gehen, ne? Das ist natürlich immer wichtig, ne? Bei unserer seltenen Tagesausflüge wollte er den ganzen Tag keinen Kuss und keine Berührung. Ja, und das macht einen dieses, ich sag ja, die meisten Menschen, die so sind wie dein Gegenüber, sind aktiv bindungsängstlich und ja, machen dann solche Sachen, die einen immer tiefer in die Liebessucht treiben. Aber es ist einfach ein verrücktes Spiel. Also, ich meine, sie ihn als Arschengel oder Negativcoach, der dir zeigt, wo du weiter arbeiten kannst. Also, man kann diese ganze Scheiße. Also du musst sie jetzt ernst nehmen, aber wenn man raus ist, man kann das einfach alles nicht mehr ernst nehmen, das ist einfach immer das gleiche bescheuerte Spiel. Und also mich langweilt das so zutiefst irgendwie so. Aber es ist natürlich irgendwie hot, ne? Beziehungsweise hot ist es ja hier schon nicht mehr. Es führt eben zu diesen Dopaminausstößen, sagen wir mal so, ne? Er war zunehmend irritiert und dezent zynisch. Ja, wie laufen toxische Beziehungen ab? Lovebombing, Kritik, Abschuss. Lovebombing, Kritik, Abschuss. Endlosen Zyklus und auch diese verläuft hier auf Schienen. Ja, da sind wir schon in der Kritikphase. Davor hatten wir eine heiße Nacht verbracht. Die Angst, er würde meine einfach überdrüssig und meine zunehmende Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation haben mich dann nach 11 Monaten, ja, das, ich denke, es ging wahrscheinlich genau nach den 6-7 Monaten los und hast noch 5 Monate gebraucht, dazu veranlasst, die Affäre zu beenden. Ja, super. Sehr gut. Ich war auch weiterhin in einem moralischen Dilemma wegen seiner Frau. Ja. Über die dritte wird immer wenig gesagt in diesem Dreieck, ne? Er sagte, sie akzeptiere es, konnte aber nicht beantworten, ob sie drunter leidet. Na, es stimmt garantiert nicht, ja, sorry. Als ich ihm sagte, es sei zu Ende, war er erschüttert, weinte, wollte mich überhaupt nicht loslassen. Es ist immer was anderes. Die Menschen wollen, also diese, so wie er hier agiert, der will dich einfach nicht gehen lassen. Und da gibt's 1000 Tricks, die, also es ist letztlich auch, ich vermute, vielleicht geht es mir auch wirklich schlecht in dem Moment, aber es ist, könnte mir auch vorstellen, dass es was Manipulatives hat. Also guckt ja mal genau hin. Ne? Die einen versuchen einen da zu halten, indem sie sagen, übrigens, ich habe auch eine schwere Krankheit und deswegen darf es jetzt nicht gehen oder es wird geweint oder es wird gedroht. Es wird immer irgend, aber das ist alles Ego, ne? Ego und sein Bindungsstil irgendwie, dass du jetzt, ich vermute, manipuliert wirst zu bleiben, aber dann guck mal auf die Fakten. Die Fakten sind einfach nur beschissen und werden immer beschissener. Ich sag ja, diese toxischen Beziehungen werden immer schlechter von Tag zu Tag. Ne? Er sagt allerdings, er verstehe auch nicht wirklich, warum ich das beenden will. Verstehe ich überhaupt nicht. Du kannst ja mal anfangen, andere Männer zu daten. Kannst du mal gucken, wie ihm das gefällt. Ich glaube, das hätte aber auf einmal ein ganz anderes, wäre auf einmal ganz schlimm für ihn, garantiert. Das Recht gilt, wird für dich sehr wahrscheinlich nicht gelten. So, ne? Nee, das können wir natürlich überhaupt nicht verstehen, warum du das beenden willst. Also, das ist sowas, das ist ja, das verstehe ich auch gar nicht, ne? Wirklich. Ich sagte ihm, für mich sei es vor allem unerträglich, dass er mich immer wieder verlässt und sein Hauptleben geht, von dem ich kaum etwas weiß. Ja, und da muss man sich natürlich immer fragen, warum datet man solche Menschen, ne? Wenn man das doch eigentlich will, aber vielleicht will man ja was, das ist ja das Thema mit der Drama, so, vielleicht will man ja doch was anderes, ne?
Wenn man das eigentlich will, warum sucht man sich dann nicht einen netten Kerl, der genau das auch will? Komisch, ne? Ja, da muss man so auf die Suche gehen, ne? Er hat einen Schlüssel zu meiner Wohnung. Dass du ihm so vertraust. Aber ich kenne nicht mal seine Adresse. Aber er liebt dich. Er liebt dich und versteht gar nicht, warum du dich trennen willst. Netter Typ. Also bei mir fangen schon wieder an, die Nackenhaare zu Berge zu stehen, weil du weißt nichts von ihm. Sei doch nicht so vertrauensselig. Also ich kriege da schon wieder echt ein bisschen komischen Vibe, sag ich ganz ehrlich. Das ist echt nicht in Ordnung, ne? Aber keine Ahnung, was dein Bauchgefühl dazu sagt, aber naja. Dass ich fast jedes Wochenende und die Feiertage allein verbringe, er mit seiner Frau wiederholt in den Urlaub fährt. Ja, das ist ein Drecksdreieck. Was erwartest du? Er meinte dann, ohne Vertrauen geht es eben nicht. Ja, und das. Und deswegen weißt du auch seine Adresse nicht, ne? Weil es ohne Vertrauen nicht geht. Sorry, Leute, das geht echt gar nicht, ne? Ob ich ihnen nicht glauben würde, dass er mich liebe. Ja, das ist, als wenn du einen Hund vertrimmst jeden Tag und dann sagst, du liebst den Hund. Ja, Liebe ist nicht ein Wort, ne? Er gestand zu, für ihn sei die Beziehung bequem. Er sprach das erste Mal von Scheidung. Ja, jetzt haben wir hier endlich doch Future Faking. Wollte aber weiter im ehrlichen Haus wohnen. Also sorry, also er würde einen Weg für uns finden. Lovebombing, schrieb mir verzweifelte WhatsApp, kleine Liebesbriefe, Blumen und Geschenke vor meiner Wohnungstür. Ja, du sollst dieses bescheuerte Spiel weitermachen, ne? Flehte um Fortsetzung der Beziehung. Ja, der macht sich natürlich wirklich, also das ist schon super toxisch hier, ne? Von Scheidung war keine Rede mehr. Ja, das ist. Future Faking kann man ja immer ganz leicht auflösen, indem man einfach nur sagt, okay, willst du dich scheiden, dann mach's doch. Alles klar. Dann klasse, ich begleite dich zum Anwalt und dann seht ihr halt, dass es einfach nur Gequatsche ist, ne? Er bot an, einige Tage pro Woche bei mir zu wohnen und ein Wochenende pro Monat bei mir zu verbringen. Zunächst ließ ich mich auf den Vorschlag ein und stellte fest, dass er sofort wieder in den Selbstverständlichkeitsmodus wechselte. Das nächste Treffen, ja, es ist einfach immer das Gleiche. Das geht immer so, schnappt sofort wieder zurück, sobald du weitermachst, ne? Und die Beziehung wird dann noch schlechter, ne? Gut, da sein Angebot meinen Status als Schattenfrau nicht grundsätzlich verändert hätte, lehnte ich schließlich ab. Wieder Verzweiflung, Tränen, Flehen, Geschenke. Immer das Gleiche. Nach einem Hin und Her habe ich es dann von einem Monat endgültig beendet, meinen Schlüssel zurückgefordert, ihn seine Sachen abholen lassen. Ja gut, dass du den zurückgekriegt hast, das klappt ja auch häufig dann nicht. Nachdem ich es beendet hatte, überkam mich trotz Liebeskummer Modul 0 bei mir ein intensives Gefühl von Frieden und Stärke. Schön. Und jetzt bleib dran und nutzt das für dich. Also man kann da so abgehen und sein Leben auf eine andere Stufe bringen. Wenn man das jetzt nutzt und du nicht mal wieder zurückgehst oder so, noch mal jemanden suchst, ne? Mach die fucking Kurse, ne? Er schreibt und fleht. Null Kontakt, blocken überall. Das kannst du dir nicht leisten. Also ich verstehe es wirklich, weil ich das auch mal erlebt habe. Wenn man so richtig liebessüchtig ist, dann kannst du dieses ganze Gequatsche, du kannst dem nichts entgegensetzen. Das ist, als wenn du ein Alkoholiker den Schnaps vor dem türmst. Das funktioniert einfach nicht. Du musst ihn blocken. Ne? Obwohl ich nicht antworte, erhöht den Einsatz. Das hältst du nicht durch. Du musst ein bisschen blocken müssen. Er weiß, dass ich in eine Stadt umziehen werde und schlägt vor, sich dort eine Zweitwohnung zu nehmen. Ja, das wird bestimmt klappen. Future Faking, er liebe mich über alles. Gaslighting, Blödsinn, Lovebombing und suche keine andere Frau. Gaslighting, komischerweise zeigt er sich in dieser Beziehung zunehmend unbemüht. Das ist die Realität. Solche Beziehungen müsst ihr immer nach dem Schlechten bewerten, nicht nach dem Guten. Ey. Also ich sugarcoate ja nicht. Ich sage euch hier die dreckige Wahrheit über diese Beziehung. Ihr könnt gerne euch zulabern lassen von anderen Quellen, dass ihr Seelenverwandte seid und dass es bestimmt sich irgendwann trennen wird. Ich sag euch hier die dreckige Wahrheit. Könnt ihr gut finden, könnt ihr nicht gut finden, aber das ist, was ich hier mache. Gerät dann aber in schiere Verzweiflung, wenn ich es beende. Deshalb schaffe ich es nicht, ihn zu blocken. Ja, solange bleibst du im Loop.
Ne? Ich verstehe. Also wenn man noch nicht bereit ist für Nullkontakt, ist man noch nicht bereit für Nullkontakt. Dann muss man noch mehr leiden. Das ist auch jetzt kein Zynismus oder sowas. Das ist einfach so. Ne? Können gerne mal Leute drüber und drunter kommentieren, die das ja alles durch haben. Und wie gesagt, mach Modul 0 und Modul 1 vor allen Dingen auch. Ne? Ich habe definitiv auch einen Dopaminkick, wenn er schreibt. Ja, zeigen seine Verzweiflung und Erhöhung des Einsatzes nicht doch, dass er es ernst meint? Lass mich mal überlegen. Juli, was meinst du? Meint das ernst? Nein. Aber wie gesagt, es kann, weiß ich nicht. Also es ist ja offensichtlich nicht ernst, sonst wird er ja anders handeln, was da in seinem Kopf vorgeht. Weiß ich jetzt nicht. Waren meine eigene Bedürftigkeit und zu hohe Erwartungen meinerseits das Problem? Nee, du hast scheinbar, da es jetzt das zweite Mal schon ist, dass du in sowas kommst, musst dir leider dein Liebeschip, also dein Beuteschema mal angucken. Und ja, also ich weiß, wie scheiße das ist, fühl dich gedrückt aus der Ferne und mach dich jetzt auf den Weg, wirklich. Ne? Da geht der Weg nicht lang. In diesem Sinne, ja, bevor das Geschrei wieder losgeht, in unserem eigentlich doch so ruhigen Ort, aber mit leider viel Schreibpotenzial. Würde ich sagen, wir sehen uns mal wieder. Ciao, ihr Lieben.